In ihrem Wunschdenken verwechselte sie die Sinnesreize des Luxus mit den Freuden des Herzens, die Eleganz der Lebensart mit den Feinheiten des Gefühls. Bräuchte die Liebe nicht ähnlich wie die Pflanzen aus Indien vorbereitete Böden und eine besondere Temperatur? Die Seufzer bei Mondschein, die innigen Umarmungen, die Fieberstürme der Leidenschaft und das Schmachten nach zärtlicher Liebe waren also nicht zu trennen vom Balkon der prächtigen Schlösser voll Muße, von einem Boudoir mit Seidenvorhängen und schwerem Teppich, von überquellenden Jardinieren, von einem Bett auf einer Estrade und auch nicht vom Funkeln der Juwelen und den Schultertressen der Livrees. Sie trug einen weiten, offenen Morgenrock, der zwischen dem schalartigen Revers ein plissiertes Korsett mit drei goldenen Knöpfen sehen ließ. Als Gürtel nahm sie ein Band mit dicken Quasten an den Enden und ihre kleinen granatfarbenen Pantoffeln trugen eine Rosette aus breiten Bändern, die bis zu den Knöcheln reichten. Sie hatte sich eine Schreibmappe, eine Kassette mit Papieren, einen Federhalter und Kuverts zugelegt, wiewohl sie niemanden kannte, dem sie hätte schreiben können. Sie wischte den Staub von der Etagere, betrachtete sich im Spiegel, nahm ein Buch zur Hand und ließ es bald in den Schoß gleiten, während sie zwischen den Zeilen träumte. Gerne wäre sie gereist oder in ihr Kloster zurückgekehrt, um dort zu leben. Sie wollte sterben und gleichzeitig in Paris logieren. Die alte Magd Nastassie wurde durch ein junges, 14-jähriges Mädchen namens Félicité, einem Waisenkind mit sanftem Gesichtsausdruck, ersetzt. Emma brachte ihr bei, sie in der dritten Person anzureden, das Glas Wasser auf einem Teller zu reichen, vor dem Eintreten anzuklopfen und ihr beim Ankleiden zu helfen. Sie sollte ihre Kammerzofe sein. Charles ritt bei Schnee und Regen querfeldein. Er aß Omelettes an den Tischen der Bauern, fuhr mit dem Arm unter feuchte Tuchenden, erhielt den warmen Strahl der Aderlässe ins Gesicht, lauschte dem Röcheln Sterbender und begutachtete den Inhalt von Nachttöpfen. Abends jedoch empfing ihn ein loderndes Feuer, ein gedeckter Tisch, bequeme Sessel und eine exquisit gekleidete charmante Ehefrau, die von einem feinen Duft umgeben war. Es ging ihm gut. Er sah wohl aus, sein Ruf war gefestigt und das Landvolk schätzte ihn, weil er nicht hochmütig war. Er tätschelte die Kinder, betrat nie ein Wirtshaus und flößte durch seine Moral Vertrauen ein. Er verschrieb kaum etwas anderes als Beruhigungspastillen, von Zeit zu Zeit Brechmittel, ein Fußbad oder Blutegel, weil er immer Angst davor hatte, den Tod eines Patienten verantworten zu müssen. Um sich auf dem Laufenden zu halten, abonnierte er La Ruche Médicale, eine neue Zeitschrift, deren Prospekt er erhalten hatte. Nach dem Abendessen las er ein wenig darin, doch die Wärme im Zimmer und die einsetzende Verdauung bewirkten, dass er nach 5 Minuten einschlief. Was für ein jämmerlicher Mann. Was für ein jämmerlicher Mann, sagte Emma ganz leise und biss sich dabei auf die Lippe. Zuweilen erzählte sie ihm von den Dingen, die sie gelesen hatte, etwa von einer Stelle aus einem Roman oder eine Geschichte aus der großen Welt, worüber im Journal berichtet wurde. Im Grunde ihres Herzens erwartete sie ein Ereignis. Matrosen in Seenot oder ähnliches. Der Frühling kehrte wieder. Bei der ersten Hitze, als die Birnbäume blühten, hatte sie das Gefühl, unter Atemnot zu leiden. Sie wurde schwierig und launisch, bestellte sich Speisen, die sie dann nicht aß, trank an einem Tag nur Milch, am anderen Dutzende Tassen Tee. Tagelang wollte sie das Haus nicht verlassen. Und wenn sie ihre Magd gescholten hatte, überhäufte sie sie andern Tags mit Geschenken, genauso wie sie es zuweilen mit den Armen tat, denen sie alle Silbermünzen zuwarf, die sie im Geldbeutel hatte, wiewohl sie nicht weichherzig war und auch sonst sich von Mitleid kaum rühren ließ. Sie sehnte sich nach einem stürmischen Leben, nach nächtlichen Maskenbällen, ausschweifenden Lustbarkeiten, mit all den leidenschaftlichen Erregungen, die sie nicht kannte, deren Wirkung sie aber erahnte. Sie wurde blass und hatte Herzklopfen. Charles verordnete Baldrian und Kampferbäder. Aber alle seine Bemühungen schienen ihre Reizbarkeit noch zu erhöhen. Da sie ohne Unterlass über den Wohnort klagte, war Charles der Ansicht, ihre Krankheit könnte mit der Umgebung in Zusammenhang stehen.
Schweren Herzens entschloss er sich, Durst zu verlassen. Gerade in jenem Moment, wo sich für ihn der Erfolg einzustellen schien. Charles hörte sich überall um und erfuhr, dass es im Umkreis von Neufchâtel ein Städtchen namens Yonville-l'Abbaye gäbe, dessen Arzt gerade seine Zelte abgebrochen habe. Er beschloss, im nächsten Frühjahr dorthin zu ziehen, falls Emmas Gesundheitszustand sich bis dahin nicht gebessert haben würde. Als sie im März Tostes verließen, war Madame Bovary guter Hoffnung. In Yonville-l'Abbaye erwartete man die Ankunft des neuen Arztes im Landgasthof Lion d'Or, der Witwe Lefrançois. Hier herrschte reges Treiben. Madame Lefrançois stand höchst persönlich am Herd und war mit dem Rühren der Kochtöpfe so sehr beschäftigt, dass ihr der Schweiß buchstäblich herunterrann. Zu ihr gesellte sich ein Herr in grünen Lederpantoffeln und Windpockennarben im Gesicht, der eine Jakobiner Velourmütze mit goldener Quaste trug. Er wärmte seinen Rücken am offenen Kamin und machte den Eindruck von unendlicher Selbstzufriedenheit. Er schien das Leben mit derselben Ruhe zu nehmen wie der Stieglitz im Weidenkäfig, der über ihm hing. Es war der Apotheker. Nach ihm war ein schwarz gekleideter Mann in den Gasthof gekommen. In der Abenddämmerung war zu erkennen, dass er ein rundes Gesicht und einen kräftigen Körperbau hatte. »Was steht zu Diensten, Herr Pfarrer?« fragte die Wirtin. »Möchten Sie etwas trinken, einen Schluck Cassis, ein Glas Wein?« Der Geistliche lehnte höflich ab und entfernte sich bald wieder. Als der Apotheker die Schritte des Pfarrers auf dem Platz nicht mehr vernahm, nannte er dessen Benehmen höchst ungehörig. Dass der Pfarrer eine Erfrischung ablehnte, empfand er als widerliche Heuchelei. Die Wirtin verteidigte ihren Pfarrer. »Seien Sie doch still, Monsieur Homais. Sie sind ein gottloser Mensch, Sie haben keine Religion.« »Ich habe eine Religion, meine eigene Religion.« Er verstummte und suchte mit den Augen rings um sich nach einem Publikum. Aber die Gastwirtin hörte ihm nicht mehr zu. Sie spitzte die Ohren und horchte auf ein fernes Rollen. Man konnte das Geräusch eines Wagens und das Klappern loser Hufeisen auf dem Boden vernehmen. Endlich hielt die Schwalbe, so nannte man die Postkutsche, vor dem Tor. Das Gefährt war mit drei Pferden bespannt. Eines ging voran und beim Bergabwärtsfahren schlug die Karosse mit Geholper unten an. Emma stieg als erste aus, gefolgt von ihrer Magd und einem Monsieur Lheureux. Charles musste geweckt werden, denn er war bei Einbrechen der Nacht in seiner Ecke fest eingeschlafen. Madame Bovary begab sich in die Küche des Gasthofes und ging zum Kamin. Mit zwei Fingerspitzen fasste sie ihr Kleid in Kniehöhe, zog es bis zu den Knöcheln hoch und hielt ihren mit einer schwarzen Stiflette bekleideten Fuß dem Feuer entgegen, das unter einer auf einem Spieß sich drehenden Hammelkeule loderte. Die Flammen beleuchteten ihre ganze Gestalt, durchdrangen mit hellem Schein das Gewebe ihres Kleides, die gleichmäßigen Poren ihrer weißen Haut und sogar ihre Augenlider, die zuweilen zuckten. Ein kräftiges Rot glitt über sie hin, sobald ein Windstoß durch die halboffene Türe fuhr. Auf der anderen Seite des Kamins stand ein blonder junger Mann, der sie in aller Stille betrachtete. Es war Monsieur Léon Dupuis, Kanzleigehilfe beim Notar Guillaumin und zweiter Stammgast im Lion d'Or. Da Monsieur Léon sich in Yonville über alle Maßen langweilte, nahm er seine Mahlzeit des Öfteren mit einiger Verspätung ein, hoffend, ein Reisender, mit dem es sich abends plaudern ließe, würde in den Gasthof kommen. Monsieur Homais bat um Erlaubnis, seine Jakobinermütze aufbehalten zu dürfen. Er hatte Angst vor Schnupfen. »Madame ist zweifellos ein wenig erschöpft. Man wird so fürchterlich durchgerüttelt in unserer Schwalbe.« »Das stimmt«, antwortete Emma. »Aber Unvorhergesehenes bereitet mir immer Vergnügen. Ich liebe Ortsveränderungen.« »Ich kann mir nichts Angenehmeres vorstellen, so man es sich leisten kann«, warf Léon ein, zu Madame Bovary gewandt. »Gibt es hier in der Umgebung auch Spazierwege?«, setzte Madame die Unterhaltung fort, indem sie den jungen Mann ansah. »Ach, sehr wenige«, antwortete dieser. »Es gibt oben auf der Anhöhe am Waldrand eine Stelle, die man die Weide nennt. Zuweilen gehe ich sonntags mit einem Buch dorthin, um den Sonnenuntergang zu betrachten.« »Nichts gefällt mir so gut wie Sonnenuntergänge, besonders jene am Meer«, meinte Madame Bovary. »Oh, ich liebe das Meer«,
antwortete Leon. Meinen Sie nicht auch, dass unser Geist sich besser entfalten kann beim Anblick solch grenzenloser Flächen? Und finden Sie nicht auch, dass bei Betrachtung derselben unsere Seele zum Bewusstsein ihrer Unendlichkeit und ihres Idealzustandes vorzudringen vermag? Warf Madame Bovary ein. Mit den Gebirgslandschaften ergeht es mir ebenso, erwiderte Leon. Solche Anblicke müssen einfach begeistern und uns zu Gebet und Ekstase führen. Ich wundere mich daher auch gar nicht über jenen berühmten Musiker, der die Gewohnheit hatte, in herrlicher Landschaft Klavier zu spielen, um seiner Fantasie Flügel zu verleihen. »Spielen Sie Musik?« fragte Madame Bovary. »Nein, aber ich liebe Sie«, antwortete er. »Oh, glauben Sie ihm nicht, Madame Bovary«, unterbrach der Apotheker und beugte sich über seinen Tellerrand zu ihr hin. »Das ist pure Bescheidenheit. Neulich haben Sie in Ihrem Zimmer das Lied vom Schutzengel ganz bezaubernd gesungen, wie ein Opernsänger.« Emma fuhr fort. »Und welche Musik mögen Sie am meisten?« »Nun, die deutsche Musik, die zum Träumen anregt.« »Kennen Sie die Italiener?« »Noch nicht, aber ich werde sie im kommenden Jahr sehen, wenn ich in Paris wohne, um mein Rechtsstudium abzuschließen.« »Haben Sie schon erlebt?« fragte Leon weiter, »dass Sie in einem Buch auf einen vagen Gedanken gestoßen sind, von dem Sie meinten, ihn selbst schon mal gehabt zu haben? Oder auf ein unscharfes Bild, das wie aus weiter Ferne zurückkommt und plötzlich die geheimsten Gefühle bloßlegt?« »Ja, das habe ich erlebt«, antwortete sie. »Deshalb«, sagte er, »liebe ich vor allem die Dichter. Verse sind bedeutend zarter als Prosa und rühren viel eher zu Tränen.« »Doch auf Dauer ermüden sie«, entgegnete Emma. »Daher bevorzuge ich im Moment Geschichten, die man in einem Atemzug liest und bei denen man sich fürchtet. Ich verabscheue Alltagshelden und laue Gefühle, wie sie in der Wirklichkeit vorkommen.« »In der Tat«, bemerkte der Notarsgehilfe, »Werke, die das Herz nicht ansprechen, entfernen sich vom wahren Ziel der Kunst, meine ich. Bei all den Enttäuschungen, die uns das Leben bereitet, ist es wohltuend, sich in edle Charaktere, reine Leidenschaften und Bilder des Glücks hineinzuversetzen. Für mich, der ich hier weltabgeschieden lebe, ist das die einzige Ablenkung. Doch Yonville bietet so wenig Möglichkeiten. Deshalb hatte ich auch immer ein Abonnement in einer Leihbibliothek«, erwiderte Emma. Seit 2,5 Stunden saß man schon bei Tisch. Leon hatte während des anregenden Gesprächs in Gedanken verloren, seinen Fuß auf eine der Querleisten des Stuhles gestellt, auf dem Madame Bovary saß. So nebeneinander sitzend, waren sie immer wieder zum Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Schwärmereien zurückgekehrt. Theateraufführungen in Paris, Titel von Romanen, neue Kadrien und die Welt, die sie nicht kannten. Alles gingen sie durch, über alles redeten sie, bis das Abendessen zu Ende war.